hat mir aber wirklich nichts gebracht, oder? Na, es hat mir wirklich nichts gebracht. Doch noch irgendwo ein anderer Gegner ist. Nicht, dass ich dann gegen zwei Sachen zweimal kämpfen muss. Langschwarz-Katzen-Talisman. Das hört sich ja witzig an. Immun gegen Sturzschaden. Kann ich denn beliebig hoch runterfallen? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Jetzt war ich da auf der anderen Seite nicht. Ah, das konnte ich so erledigen. Zwar jetzt nur aus Reflex Leerzeichen gedrückt, aber hey. So klappt es ja anscheinend auch. Muss ja nicht immer diese Seite sein. Sterben will ich an diesen kleinen Vieren jetzt eigentlich nicht. Hoppala. Wie die
Manche hatten es überlebt. Asche der Flugmarionettensoldaten. Witzig. Der einzige Grund, warum ich hier diese Skeletten überhaupt benutze, ist, weil sie sich ja wiederbeleben können. Deswegen, meiner Meinung nach, können die anderen ja sich ja da überhaupt nicht mithalten. Okay, das ist da, wo ich sowieso hoch muss. Da muss ich dann jetzt schaffen. Perfekt. Jetzt war ich da oben, jetzt geht's ja wirklich nur noch hier lang. Okay, jetzt muss ich kurz eine Pause machen und mich hierhin teleportieren? Ja, weil ich möchte ja noch das beim Verkäufer die Sachen kaufen. Nicht, dass ich das schon wieder vergesse. Ich glaube, ich habe jetzt genug Ruhm dafür. Okay, dann kaufen wir es. Okay, erstmal gib mir hier deine 3 Steinschatzschlüssel. Erstmal den Rest. Eigentlich dumm. Kannst du auch bei ihm verkaufen. Das ist wie viel? 20.000. Naja. So viel bringt es ja, wenn es jetzt so 100.000 wären, dann hätte ich das schon gemacht. Löst Schlaf aus. Meteorbolzen mit Magieschaden. Das ist, weil ich auch nicht mehr kaufen kann, ne? Da komme ich nochmal drauf zurück. Ach stimmt, ich habe jetzt gar nicht bei den Hinweisen geguckt, ob das irgendwas Brauchbares ist. Das muss ich ja gleich machen. Kaufe ich Hinweise und guck mich, ob mir das was bringt. Ich Genie. Da werde ich hinlaufen.
Okay, das ist der Tipp für das andere Mausoleum. Da muss ich wahrscheinlich erstmal all die anderen Krieger umbringen. Okay, da wäre ich aber selbst drauf gekommen. Ich brauche sie halt nicht. Ich will die halt. Wenn ich da schon so ein Echo hier, dann muss das schon ein. Entweder muss sie mir was bringen. Oder. Es muss mir so viele Runen geben, dass sich das wirklich lohnt. Ey! So kann ich in keine andere. Okay, jetzt hat es geklappt, die Invasion. Wenn ich jetzt wieder einen Runenbogen kriege, dann. Ach so. Beide gegen mich. Ja, okay. Ich habe jetzt nicht gerechnet. Dabei waren die nicht so gut. Okay, das ärgert mich. Jetzt habe ich ein weniger, ne? Ja, ich möchte eine andere einfallen. Was?
Ah, bin ich schlecht. Ich bin ja richtig schlecht. Okay. Das ist jetzt aber wirklich der letzte Versuch. Ein Geheimgang. Springen voraus. So, ja, das war mir schon klar. Boah. Wie konnte ich den übersehen? Alter. Okay, ich kann da hoch und ich kann diese Tür hier aufmachen. Nicht von dieser Seite öffnen. Kann ich von dieser Seite geöffnet werden? Okay.
Was? Okay. Ich wollte zwar versuchen, ob das eins ist, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das wirklich ein Geheimraum ist. Oha, so ein großer. Komet. Steinschwertschlüssel. Und es geht hier noch hoch. Ist hier oben gar nichts mehr? Okay, versuche ich hier mal mit diesem Katzenamulett runterzuspringen. Soll ich ja keinen Fallschaden nehmen. Anscheinend klappt das sogar. Okay, was habe ich denn hier gefunden? Ein Geheimgang? Jetzt die Schule Talisman. Okay. Okay, also Zaubertalisman. Jetzt hat der Finger zugeschlagen. Hat aber... Hallöchen, hat das gedauert. Echt jetzt? Ich teleportiere mich rüber. Um wieder zurück teleportiert zu werden, weil er gegen den Boss kämpft. Da fühle ich mich verarscht. Ah, und so bin ich dann durch diese Tür gekommen. Wie gesagt, sobald ich wusste, dass es versteckte Türen gibt, finde ich so viele.
Wie kämpfen wir mal gegen den? Guter Fradagon. Gar nichts aus. Okay. Das war jetzt aber wirklich kinderleicht. Ich habe echt erwartet, dass das schwerer ist. Nutzlosigkeit voraus. Witzig. Jetzt muss ich den Fehler wieder neu einsetzen, nicht wahr? Es hat sogar gezählt. Das finde ich kacke. Habe ich echt einen verschwendet jetzt. Oho. Dann gehe ich erstmal diesen Geheimpfad hier. Und dann gucke ich, wo die anderen Wege hinlaufen. Ja, ein bisschen bringt es schon, aber vielleicht schalte ich es wieder aus. Eigentlich wollte ich das ja alles selber rausfinden. So, diesmal kämpfe ich aber gescheit. Netzwerkfehler. Ja, bei mir kann das jetzt eigentlich nicht sein mit dem Netzwerkfehler. Ich habe eigentlich hervorragendes Internet. Naja, kann schon sein. Kann ja immer passieren. Bei jedem. Schade. Baraka Atakons Ikone. Verkürzt die Zauberzeit. Ist hier voll Zauberersachen. Ich meine, ist ja eigentlich logisch. Ist ja auch komisch, wenn hier keine Zaubersachen waren. Hohoho, überall so versteckte Eingänge.
Dann gehe ich aber erstmal auf die andere Seite, bevor ich da runterspringe. Kristallknospe. Tür voraus, ja. Ja.